Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming in Schwarzingen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, zum Dienstag, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet einen guten Wochenstart. Und Freezy ist natürlich auch mit dabei. Hallo. Ja, und die ganzen anderen lieben Bürger hier aus Schwarzingen und unter Griesbach sogar. Die Hache-Brüder sind nämlich da. Hallo. Ja, mit wem redet der schon wieder? Jupp. Ja, das ist der Till und der Lukas Hache. Aus unter Griesbach. Moin. Hi Job. Hi Fritzel. Genau. Und Fritzel, nur zur Info, wir haben dir deine Lieferung vorbeigebracht, weil Karl ist leider nicht da, Der sollte das heute erledigen. Der MAN-Truck, gucken die an. Genau. Oh ja, schön in schwarz. Oh, da hast du jetzt... Oh, das ist ein Satin-Schwarz. Also da hast du mal nicht so viel versprochen. Also ich habe gedacht, das kommt pink hier an, aber okay. Ich bin da mal weiter. Fritzel, wir reden noch, gell? Ist ein Satin-Schwarz. Emily, kannst du den Till mitnehmen, ein bisschen die Stadt zeigen? Oh. Aber sowas. Aber Fritze, du wirst heute schon noch überleben, jetzt oder? Hör auf, der Harald steckt dich wirklich in den Häcksler. Also. Muss was arbeiten. Aber fahr lieber schön zum Harald. Noch. Emily, fahr zum Harald und beruhig ihn lieber. Ich schau nochmal nach. Ja, ja. Aber Emily, ich komme die Tage nochmal auf den Kaffee vorbei. Eine heiße Liebe, oder was? Ich geb euch die heiße Lieben Teepäckchen, kein Problem. Weg ist er. Ja, das ist eine Frau, die erobert man nicht in einem Abend, ne? Nee, da musst du dranbleiben, Till. Ja. Und immer, was? Nein! Natürlich nicht! Aber die ist verlobt, ne? Das musst du aufpassen. Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, das hat der Fritzel gar nicht erzählt. Dass sie verlobt ist? Nee, das weiß ich, dass der das nicht erzählt hat, weil der hier schon wieder, für Erregung sorgen wollte. Ja gut, aber ist nicht schlimm. Pass auf, und hier ist die Stacherspritze, ja? Ja. Gut, der Imperator. Gut, ansonsten, ja, hast du noch irgendwas? Ja, um ehrlich zu sein, ja, ich bräuchte mal deine Funktion als stellvertretender Bürgermeister. Kannst du dir mal was anschauen, bitte? Ich kann mir was anschauen. Ich kann aber leider noch nichts entscheiden. Da muss ich noch eine Woche warten, so wie ich gehört. Oder ja. Zwei, drei Tage. Ach, kannst du jetzt schon entscheiden. Die Einfahrt ist einfach viel zu klein und zu eng. Ach nee. Ich habe das schon 100.000 Mal beantragt und jedes Mal, wenn Umbaumaßnahmen sind, verfliegt dieser Bauantrag irgendwie immer weg. Hm. Ich dachte, jetzt kannst du vielleicht noch mal was machen. Also ist echt ätzend, ey. Das glaube ich. Also das ist wirklich scheiße. Wie ist denn hin? Die Einfahrt sie genauso? Genauso, ja. Genau das gleiche. Du bräuchtest aber nur die geändert hier. Das wäre mir zumindest am wichtigsten, ja. Okay. Weil wenn Karl hier drauf fährt, Alter, der braucht 100 Millionen Anläufe, bis er hier durch ist. Naja, der Bauantrag, aber das habe ich jetzt richtig verstanden, der wurde schon gestellt. Und mehrmals. Okay, alles klar. Ne, da werde ich da mal in der Stadt auf jeden Fall im Büro nachschauen und wer den mal versuchen, ganz nach oben zu schieben. Oh, das wäre super. Dass das auf jeden Fall mit erledigt wird. Nee, das ist belastend, das glaube ich, definitiv. Bin ja selber schon ein paar Mal hingeblieben. Ja. Nee, gut, passt. Können wir machen. Notiere ich mir. Das, ja. Gut, ansonsten, ey, ja, kann, ey, sag mal, was hast du denn vor hier? Harry ein bisschen ärgern. Ja. Ja gut, Füsi, dann haben wir alles geklärt, oder? Ja, dann haben wir alles geklärt. Gut, wie gesagt, ich kümmere mich wegen dem Torbauantrag, versuche ich ganz hochzulegen und dann... Ja. Ich würde erstmal wieder Richtung Landhandel. Ach so, nee, alles stopp. Klar. Mist, verdammter. Und zwar, warte mal, wo ist denn der Jupinator? Ja, hier. Juppi, ey, kann uns irgendeiner zufällig runterfahren? Kannst du mal vor mir runtergehen? Oh, okay. Ja, klar. Entschuldigung. Klar. Kann uns einer runterfahren, weil wir beide Dings hochgefahren haben, unser Fahrzeug nicht steht. Wir müssen... Kann auch einen mitnehmen. Ach so, ja, komm. Auf geht's. Am besten, hier, Till, komm mit. Ja, okay. Till, steig ein! Ja. So. Gut. Ja, du, Mensch, sag mal, was ist denn los mit deinem Bruder? Ja, du, der hatte den Fritzel, nachdem ihr alle mal bei uns an der BGA wart, zum Besichtigen. Ja. Hat er den gefragt, wer denn die Frau sei. Die hat ihm ein bisschen gefallen. Ah, okay. Ja, ist ja eine nette Dame, ne? Richtig, genau. Und die beiden mögen ja im B-Drax. Ich glaube, das hat dann auch nochmal so ein bisschen dazu beigetragen. Ah, das glaube ich. Das glaube ich. Und ja, da hat er mal ein bisschen nachgefragt, aber
Der Herr Freezy hat ihm halt nichts davon erzählt, dass die verlobt ist. Das kam das jetzt, ist halt glaub so ich, eben etwas plötzlich, ja. Ja, okay. Wie läuft's bei euch in Untergriesbach? Ich frag deshalb, weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die Wahlen haben ja stattgefunden. Ja. Und ich bin zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt worden, hatte mich da aufgestellt. Ja, dann nochmal persönlich meinen Glückwunsch. Oh, danke schön, das ist lieb von dir. Und mal gucken, ob wir jetzt ein paar Sachen halt angehen können. Ich werde ja den Peter bestmöglich versuchen zu unterstützen und naja, mal schauen. Deswegen, und in Untergriesbach soll halt demnächst eine große Häcksleraktion stattfinden für eure BGA. Ja, ja, das haben wir mitgekriegt. Genau, da wäre mal meine Frage auch, wie seid ihr denn hier links rein, genau, wie seid ihr denn aufgestellt in Untergriesbach? Habt ihr Häcksler, habt ihr genügend Abfahrer, weil wir würden hier von Schwatzing sonst was mitbringen? Das wäre total gut. Wo kann ich denn parken? Park hier rechts an der Seite. Einfach ja, da rechts vor der Wand. Also sowohl Personalunterstützung wäre sehr gut, als auch maschinelle. Okay, weil, ja, verstehe ich. Wir sind ja alle noch relativ junge Bauern, will ich mal sagen. Ja, verstehe ich. Und da wäre schon ein bisschen Unterstützung ganz gut. Also wir haben auch schon ordentlich Fläche mit Mais. Also allein wir haben ein Pachtfeld mit 11 Hektar. Okay. Voll mit Mais. Okay. Das, ja, ist gut, aber gut, das ist da gut. Also das wäre perfekt. Gut, also richtig verstanden habe ich jetzt, ihr habt jetzt, dir ist erstmal nicht bekannt, dass ihr einen Häcksler in Untergriesbach habt. Ich wüsste nicht, wer einen haben soll. Ne? Okay, gut, dann weiß ich da schon mal Bescheid. Nee, dann passt das, dann machen wir das so. Ja, mega. Miguel? Ja? Hast du Zeit, eine kleine Führung hier bei dir am Landhandel zu machen mit den Haare-Brüder? Achso, ja, können wir machen. Ich zeige euch einmal alles und dann kann ich, ich hätte mit deinem Bruder schon mal gequatscht, Till. Da hätte ich auch noch mal ein paar Fragen. Und an dich hätte ich auch noch mal eine Frage. Und zwar, wie sieht es denn bei dir arbeitstechnisch aus? Ich hoffe, dass wir das vielleicht am Freitag hinkriegen. Könntest du eventuell ein paar Abfahrer stellen? Ja, wenn meine Leute da sind, kann ich für auf jeden Fall, ja. Für Untergriesbach? Ja, ich bin am Freitag eh da, ja. Du bist am Freitag eh da, okay, gut, das wäre ganz gut. Also da, pass auf, dann lass mal so machen, dann lass uns am Mittwoch nochmal drüber quatschen. Mal gucken, ja, wer da ist von deinen Arbeitern. Genau. Und dann gucken wir mal, was an Abfahrern, was wir da zusammenkriegen. Aber ich sag mal, wenn ihr 2, 3 Abfahrer oder so, das wäre auf jeden Fall eine feine Sache. Ja, also plan mich auf jeden Fall schon mal ein, ich bin da und okay. Ich denke den Gustav auch. Gut, ihr müsst nur sagen, was habt ihr, Traktoren war's? Traktoren und Anhänger haben wir auf jeden Fall, okay, Ladewagen dann passt, haben wir. Dann passt das also schon. Ja. Okay, super. Es wird natürlich entgeltet, ne? Ist klar. Alles gut. Guti. Ja, Till, der Miguel wird euch jetzt hier mal ein bisschen rumführen und könnt ihr euch mal anschauen. Ich muss leider weiter die Felder fertig machen. Natürlich, danke dir fürs Einfädeln. Ja, gar kein Problem. Ich hoffe nur, dass du nichts einfädelst, sonst gibt es bestimmt Ärger. Da muss ich nämlich nochmal gucken, ob ich mich da drin sehe oder nicht. Oh, Till. Wow. Dann wirst du dich sehen, da bin ich schon dabei. Aber Jungs, ich will es nur vorweg sagen, der gilt nicht für die komplette Familie, gell? Also, ich merke schon, das ist hier alle über einen Kamm schert. Ich merke schon, das ist der Jungspund hier, der Wilde, oder? Eigentlich nicht. Der Nachzügler. Ja, na gut. Ich bin die goldene Mitte, deswegen. Ach so. Ich hab von allen was abgekriegt. Ja, super. Gott, deine Mutter würde ich auch gerne mehr kennenlernen. Oder dein Vater, ey, ob die auch so wilde waren, ey. Ja, also tatsächlich, mein Vater ist genauso. Wir sind ja 3 Geschwister von 3 verschiedenen Müttern und er ist mit der 4. im Ausland. Till, lass grüßen, Junge. Aber Miguel, wenn du Tills Mutter findest, sag ihm mal Bescheid, weil er kennt sich selbst auch nicht. Oh ja. Nee, ey. Ist ja ein Traum. Naja, Hauptsache mit dem Vaterpass. Gut. So. Ja, dann kommt mal mit hier, Mensch, ihr zwei. Oh nee. Ich wünsche euch viel Spaß. Könnt ihr wieder mal kurz telefonieren wegen den Gerresten? Da war noch was offen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Gut, ich rufe sie dann nochmal an. Ja, alles klar. Danke. Gut. Tschüss. Ciao. Ja, danke fürs Hochfahren. Ja, so, also das hier erstmal ganz. Bella! Das hier ist übrigens, Moment. Yo, Bella, ich möchte mal die 2 Haare-Brüder vorstellen. Ich weiß nicht, ob du die jetzt schon kennengelernt hast. Ich kenne dich noch nicht. Wo Guten wir Tag. Nun der Bisper waren. Moin. Das ist der Till und der Lukas. Das ist die Bella. Hallo, Lukas. Hallo, ich bin Bella. Ja, meine aktuelle Freundin und die hilft uns hier noch mit am Landhandel. Ja. Ja, okay. Ja, genau. Und ja, ansonsten sind wir insgesamt 4 Leute am Landhandel aktuell. Den Jupp gibt's noch.
Den können wir, kann ich euch nachher noch vorstellen. Den Harald habt ihr ja kennengelernt. Miguel, kannst du bitte den Ringeler anrufen? Ich bräuchte die Heutrocknung. Hat der sein Zeug noch dort drin? Ja, könntest du den mal ist anrufen? Ist da Diesel drin? Nein. Oh ja, der müssen wir auffüllen, dass das Zeug durchgeht. Das ist schon durch. Ach, den sein Zeug ist durch? Nee, Moment. Ja, das Gras ist durch, also ist fertig. Das muss abgeholt werden. Wie viel ist denn drin? Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall voll. Sonst hätte ich da mit dem LKW hingebracht, weil wir haben seinen LKW da hinten zum Reparieren stehen. Sein Anhänger. Ja, ja, genau, das war ja das Problem, wo Harry den da eingeparkt hat. Miguel. Hallo Jupp, übrigens, das ist der Herr Fiedler, den habt ihr jetzt auch schon unten beim Fritze kennengelernt. Das ist Lukas und Till Hara aus Untergriesbach. Moin, ihr könnt mich Jupp nennen. Hallo, dankeschön. Hallo Jupp, Lukas. Ich bin Till. Hallo. Ja, Jupp, du hast eine Frage? Ja, die Stopp, dann schreibt man zusammen, Jupp. Ringele, was damit? Güllefass, Ringele. Achso, ist es fertig? Ja, ich wollte wissen, was damit überhaupt ist. Warte mal, das waren abgefahrene Reifen, kann das sein? Ich glaube, das waren die Reifen, ja. Da sollten die Reifen gewechselt werden, genau. Ja, okay, alles klar. Genau, da sollten die Reifen gewechselt werden. Ist der Anhänger vom Jupp, Ringele schon fertig? Welcher Anhänger? Der, der Der bei uns. Ja. Dahinter steht auch noch ein Wasserfass. Ich glaube, das ist auch noch ein Ringeler. Sag mal, was ist denn hier los, ey? Gut, da ist gleich, ruf den mal an und sagt, dass die Sachen fertig sind, außer das Güllefass. Jo, ich fahr mal weiter. Ich bin gerade dabei beim Güllefass dann. Ja, alles klar, dann alle drei Sachen. So, meine Herren, ich muss einmal kurz telefonieren. Es ist eine Katastrophe, was hier mal los ist. Ja. So, gut. Ringeler, hallo. Servus, grüß dich. So, du sag mal, was ist denn mit deinem fertigen Heu bei uns in der Trocknung? Das ist durch, das müsste abgeholt werden. Na, ja, sobald ihr mir mal einen Anhänger zurückgebt, kann ich es auch benutzen. Anhänger fertig? Sag mal, hast du ein Wasserfass bei uns? Ja, kann sein. Das Anhänger fertig, Wasserfass fertig und Güllefass ist der Jupp gerade dran. Da waren die Reifen zu wechseln, gell? Richtig, ja. Genau, da ist der Jupp gerade dran. Das könnte man theoretisch auch da noch mitnehmen. Sollen wir dir was mit hochbringen, was mit liefern wegen dem Heu? Nee, also wenn ich meinen. Achso. Anhänger ist fertig. Ja, wenn ich meinen Anhänger habe, kann ich es theoretisch selbst machen. Na, dann komm mit deinem LKW runtergedonnert, da kannst du die erste Fuhr gleich reinballern. Hab ich meinen LKW oder steht der bei euch? Ah, nee, hab ich hier, passt. Dings hat ihn hier hergestellt. Das musst du wissen. Nee, ihr Kollege hat ihn ja gehabt. Gut, dann bis gleich. Ja, gut, dann weißt du Bescheid, jo, bis gleich. Bis gleich, ciao. Ciao. So. Perfekt, so, gut, okay. Gut, entschuldigt bitte, meine Herren. So, kommen Sie mal mit. Ach, alles gut. Ja, also das ist unsere Tankstelle. Wir haben eine Tankstelle hier, eine eigene, die befüllen und bewirtschaften wir komplett selber. Da kann ganz Schwarzinge tanken für einen unglaublich unschlagbaren, billigen Preis von 2,60 Euro der Liter. Wir hatten schon mal, Diesel. Das übrigens ist, wenn man hinten die Klappe nicht schließt und dann voll einlenkt. Ach nee, dann, schon Zylinder. Ja, dann entsteht sowas. Jetzt gibt's Ärger. Kümmer dich, dass die hinten die Palette, die im Weg steht, wegkommt. Ja, scheiße, hab ich die Palette dorthin gestellt oder was? Es ist mir egal, die verschwindet. Jetzt ist mir heute egal. Und du machst das heute. Wie redest du mit mir von der Kundschaft? Es ist mir egal, du machst das gleich. Ich mach das gar nicht, nur weil du das und sagst. Ob du das tust. Du, geh mir Kaffee kochen. Du, geh arbeiten. Auf den Feldern. Ja, komm. Ja, geh. Ja, du, ich mach hier gerade einen Rundführer. Yes, und übrigens, kannst du bitte ganz kurz mitkommen? Ja, an diese Schulter. Komm mal bitte her. Ja, wenn ich dir jetzt hier mal hier kurz mal die 100 Ampere hier zeigen soll, wie die funktionieren. Du kannst doch nicht jetzt so mit mir reden vor den hier. Sag mal. Hallo, die haben Emily angemacht. Die ist verlobt. Ja, mein Gott, du musst jetzt ihre Schwester hier nicht in die Bresche springen. Doch. Die hat doch einen Mund zum Reden, die kann das doch selber. Außerdem haben nicht die Emily angemacht, sondern der Till hat die Emily angemacht. So, egal. Und du weißt ganz genau, jetzt will ich dir aber auch mal was sagen. Guck mal, der hat die Emily angemacht, das mag ja alles richtig sein. Aber der Fritzler hat natürlich auch schön seinen Beitrag dazu geleistet. Ja, keine Ahnung, es soll mir aber auch egal sein, ja. Miguel. Doch. Ganz ehrlich, keiner macht meine Schwester an, wenn sie verlobt ist. Keiner macht meine Schwester an, ey, den zeig ich schon mal, was los ist, ey. Maschallah. Wie redest du mit mir? Ja, so kommst du gerade rüber, ey. Lass dich das doch selber klären. Ich kann da Harry verstehen. Ja, ich kann Harald auch verstehen.
Ich verstehe ihn wirklich. Ich finde das auch nicht schön. Ja, ja, es war schon lustig. Ja, ehrlich sein. Aber die Emily verlässt doch deswegen nicht Harald. Das ist doch Nonsens. Der Till kriegt einen Korb und dann ist alles gut. Ich hoffe es. Ach komm, ey, jetzt sei mal nicht so. Ey, und ganz ehrlich, jetzt will ich mal was sagen. Ganz ehrlich, wenn sie Harald verlassen würde für einen anderen, dann hat es ihr nichts getaugt. So ein Ding ist das. Mhm. Ja. Und also, du mich jetzt, guck mal, wenn dich irgendeiner anquatscht hier und sagt, ja, ja, mach dir schöne Augen und du sagst, alles klar, bin ich fort. Dann sag ich mir, na gut, was war's dann wert? Räumst du trotzdem nachher bitte die Palette weg? Oh, jetzt habe ich schon bitte gehört. Dann mache ich das sehr gern, mein Schatz. Wow. Lass den LKW ganz, wenn es geht. Ey, der Ringel ist übrigens gerade da und holt sein Heu. So fleißig war es schon wieder. Mann. Ja, ja, ja. So, Frauen. Genau, das ist unsere Tankstelle. Wie bitte? Ganz schön impulsiv, ihre Freundin. Ja, ja, die geht direkt auf den Mann. Deswegen habe ich sie auch genommen. Ich würde sagen, ist doch gut, wenn sie direkt auf den Mann geht. Sozusagen, ja, ja. Komm, hier gibt's eine Faust, ey. Ja. Pass auf, das hier ist unsere Elektroladestation. Da haben wir, die haben wir extra hier anbauen lassen, anfertigen lassen für Energie, also erneuerbare Energien. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mich jetzt als stellvertretender Bürgermeister auch anhand meines Wahlkonzepts, dafür stärker einsetzen möchte, auch hier mit erneuerbaren Energien voranzutreiben. Mal gucken, was wir dann unter Griesbach vielleicht auch machen können. Da hätte ich echt Bock drauf. Ja, mit so einem Elektrotraktor. Ich meine, der zieht doch kein Hering vom Teller. Was macht ihr damit? Die Milchkanne von der Weide holen? Der Elektrotraktor, also, der zieht ganz schön heftig den Hering vom Teller. Da ist vom Hering nicht mehr viel übrig, wenn Anzug, der den gezogen hat. Aua. Wie bitte? Ich habe gesagt, vom Anzug vielleicht, von der Beschleunigung, aber... Ja, der hat schon eine konstante Leistung. Also das funktioniert schon wirklich tatsächlich ganz gut. Okay. Bis jetzt natürlich nicht in diesen Großsegment-Traktoren, ne? Also was hier 300, 400, 500 PS Schlepper ersetzt, so ein Elektrotraktor nicht, das ist ohne Frage. Aber im kleineren Bereich, kleineren bis mittleren Bereich, kann man da schon mal auch durchaus mitarbeiten, ja. Okay, na gut. Ja. Genau, das ist erstmal das. Ja, dann ansonsten, ja, hier wird so fleißig gearbeitet und gefahren, wie die kleinen Bienchen. Ja, das ist unser Zentral. Wow, die sind auch 10 km/h übrigens. Halleluja. Ja, Das sah schneller aus als 10. Naja, das ist unser großes Zentrallager, von dem aus managen wir alles. Und hier auf der rechten Seite seht ihr noch unseren Agrartechnikhandel. Also hier kann man quasi zu uns kommen, kann bestellen. Wir haben eine Werkstatt hier drin, wo wir die Fahrzeuge warten und reparieren. Das sind die zwei Sachen hier, genau. Mit Hebebühne und allen. Hier oben haben wir ein kleines Büro, ja. Da bedienen wir auch die Kundschaft, schlürfen mal ein Käffchen, entspannen mal, streiten uns, schreien rum und solche Sachen halt, ne. Was zum alltäglichen Alltag so dazugehört. Vor allen Dingen, die schönen Siko-Modelle, wer kennt sie nicht von früher? Genau. Und sie haben ja den Herrn Hafer auch schon kennengelernt. Der Herr Hafer ist ja auch gerne mal impulsiv. Habe ich gar nicht. Aber der ist eigentlich ein ganz netter, also da brauchen sie sich keine Gedanken machen, ne. Ist halt nur, naja, ich kann es ja ein bisschen verstehen, ne, wenn man die Freundin anbaggert, aber gut. Ansonsten haben wir dann hier noch ein paar Unterstellhallen. Hier in diesem Bereich, hier steht auch deswegen das Schild Manus und Hafer Landhandel, also tatsächlich ist der Herr Hafer Miteigner des Landhandels. Ja, wir betreiben den zu zweit und alles, was Sie dann quasi hinter dem Zaun hier sehen, sind unsere Produktionen. Vom Saatgut angefangen über Muschfutter, Schweinefutter, Dünger, Festdünger, Flüssigdünger, Pflanzenschutz und so weiter, das wird alles hier dann gemanagt. Ne, da muss ja, komm mal, Lukas, ja, das ist hier, ja, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, hier wird tatsächlich hart geschuftet. Ja, das war gut, ansonsten gut. Können wir noch mal ganz kurz hier hintergehen, zeige ich Ihnen das noch. Da haben wir noch mal eine Unterstellhalle, eine größere für unsere eigenen Geräte. Hier hinten ist noch ein stattliches Unternehmen. Naja, es hat sich halt über die Jahre entwickelt, ne? Also, wir haben ganz... Ich hab damals ganz, ganz klein angefangen und habe damals angefangen mit einem kleinen Anhängerverleih. Ja, ich bin in die Stadt gekommen, habe gejobbt hier, da, überall und dann habe ich einen kleinen Anhängerverleih gegründet und so hat sich das allmählich aufgebaut. Und der lief von Anfang an ganz gut und ne? Aber dann können sie ja wirklich sehr, sehr gut wirtschaften, wenn man das hier so sieht. Meine Güte. Naja, wir versuchen es. Ich habe jetzt zurzeit gerade... Naja... Ja, pass auf, ich zeige Ihnen das noch schnell. Also das ist noch ein zentrales Lager, ich zeige Ihnen noch was anderes. Das ist ein zentrales Lager noch, beziehungsweise so ein Ausweichlager, wo man, was unsere Kundschaft nutzen kann, wenn sie uns beliefert. Das ist ein ganz wichtiger Kollege hier.
Das ist der Ausflipper. Ah ja. Der Ausflipper, den reite ich immer mal. Wissen Sie, wenn es mal ein bisschen härter zugeht am Landhandel, da reite ich immer eine kurz durch die Wellen und dann ist alles wieder gut. Ja, okay. Sehr wichtiges Tierchen hier. Na ja, und ansonsten, da haben wir da hinten noch ein großes Gärrestelager, Gülle- und Gärrestelager, wo wir quasi zwischendeponieren, bevor wir die Felder düngen und kultivieren. Und ja, ansonsten, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Das ist echt scheiße. Ich hätte Ihnen noch was Geiles gezeigt gerne, aber meine Freundin hat natürlich unseren SUV verkauft. Das ist zum Kotzen, ey, ganz ehrlich. Ach Mann, okay. Scheiße. Dann machen wir das mal anders. Warte mal. Well. Ja, moin, was geht? Ja, guck's dir an. Was jetzt wieder? Ich hab mich überschlagen mit dem. Och, ist das dämlich, nee. Wo hast denn du dich jetzt wieder überschlagen? Bei mir am Feld, beim Abbiegen. Du bist abgebogen, hast dich am Feld überschlagen. Ja. Miguel? Die Palette ist. Ist das eingetroffen, was ich gesagt habe? Bist an die Palette gefahren. Du weißt, dass das unser Leder ist, ne? Da wollte ich dir was Schönes zum Anziehen draus machen lassen. Spritzt du mal bitte weg. Entschuldigung, ich wollte nur mal das Leder mal anschauen. Das sollte doch mal ein schöner Gürtel werden. Wow! Oh! Wow! Der ist ja, die ist übelst aggressiv heute. Ja, Fritzel, also überschlagen, das heißt, den können wir entsorgen? Nee, ein bisschen reparieren, die Feuerwehr war alles da. Was? Herr Manus, warten Sie mal, wenn Sie da ein Pfandetikett draufkleben und in Automaten stecken, gibt's noch 25 Cent. Ey, das ist ja schon eine ganze Menge an Plastik. Ich konnte mir gerade 3 Minuten Geschrei von Harry anhören am Telefon und jetzt hast du mich hier an. Ich frage mich die ganze Zeit schon, wo der ist. Also er ist stinksauer. Ja, das können wir vorstellen. Das hast du wieder toll gemacht. Weißt du, wer die Scheiße ausbadet? Boah, Till, pass auf. Ja, ihr müsst echt ein bisschen beiseite gehen. Weißt du was, wer die Scheiße ausbadet? Ich bade die Scheiße wieder aus. Da geht's wieder. Du hast nicht hinter mir gestanden. Du bist nicht für mich in die Bresche gesprungen. Du bist kein Freund, du bist nur ein Kollege. So geht das wieder. Tagelang. Aber Herr Manus. Ja. Wissen Sie, wie Sie da kontern müssen? Sie müssen einfach sagen, in der Schießerei stehe ich immer hinter dir. Wow. Da ist was dran. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich suche ja noch einen Angestellten, Herr Hammer, ne? Also Sie könnte ich mir ja echt vorstellen. Das ist ja besser wie der Fritzel, Mensch. Folgendes, und zwar, pass auf, Fritzel, wir kümmern uns drum, kein Problem. Okay. Ich muss noch mal ganz kurz. Wo ist der hin? Wer denn? Wie ist er denn da reingekommen? Ja, das kannst du mal sehen. So, passt mal auf, steigt mal ein. Ihr seid doch selber im Traktor da, oder? Ah, warte. Ich muss noch 2 Sämaschinen bei dir bestellen zum Ausleihen. Och, auch noch. Warte. Ja. Sehtechnik. Was willst du denn? Sehtechnik. Was Großes, ne? Wie groß ist denn die Lemken? 12 Meter. Die braucht wie viel PS? Habe ich. 420. 14,4 Meter. Die Stara Estrel... Stara Estrella. Ja, 32, den will ich haben. Zweimal. Ja, zweimal bitte. Ich glaube, die russische Dampflok möchte los. So. Oh. Jetzt, was macht denn jetzt wieder? Den wollte ich gerade. Ist der LKW? Wo ist der LKW? Keine Ahnung. Wow. Gut, alles klar, ist bestellt, Fritze. Alles klar. Bis dann. Bis später. Ja. Tschüss. So, können wir da mal fix was bestellen oder wollen wir das lieber später machen? Ja, kommen Sie mal mit. Ach, geht nicht. Mist. Ich dachte, das war der Dreisitzer. Wir hatten einen Dreisitzer. Welcher scheiß LKW war denn das? War das der von Fritze? Ja, was wollt ihr denn bestellen? Erzählt mal. Duell? Ja? Du kannst jetzt gleich den LKW haben. Dann holst du bitte Diesel, ja? Nee, alles gut. Mach nur. Ich muss ja fix noch eine Bestellung entgegennehmen. Erzählt mal. 10.000 Liter Saatgut. Ja, ich brauche einen Stift. Ein Stift? Wo ist ein Stift? So, hier. Ja, 10.000 Liter Saatgut. Und 20.000 Liter Kalk. Moment, das sind die Haare. Brüder. 10.000 Liter Saatgut. Moment, 20.000 Liter Kalk, sind Sie sich da sicher? Ja. Das ist nix, ne? Also, ja, wir haben.
Wir haben aktuell auch noch nichts zum Kalken. Das ist erst nur mal, um zumindest schon mal was im Lager zu haben. Okay, weil 20.000 Liter Kalk ist wirklich, also da reißen sie keinen, aber ist kein Problem. 20.000 Liter Kalk. Okay, machen wir ihn fertig. Schick mal über den globalen Markt rüber. Ja, perfekt. Ja, cool. Gut, ansonsten, ja. Nee, muss ich erstmal Feierabend machen, nützt nichts. Ja, ist gut. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank, meine lieben Freunde, fürs Zuschauen. Also, es war mir eine Ehre hier mit den Jahren. Ihr seid echt lustig. schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns am Mittwoch wieder, meine Lieben. Schönen Abend euch noch. Lasst das Däumchen da, schaut bei Fisi vorbei. Bis dann, ciao. Ciao.